sei Gott, liebe Kinder, liebe Erwachsene. Schön, dass Sie hier sind. Es freut mich sehr, über liebe Nikolaus und Gang, so ist einfach aus zu Hause. Heute darf ich kommen bis zur Mühle. Das sind aber das ich, Mühle. Furt ist in der heutigen Türkei, Provinz, Antalya. Und ich darf euch jetzt zuerst einmal eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Das war schon vor einiger Zeit. Und zwar Anfang des 4. Jahrhunderts nach Christus. Ja, schon einige Jahre her. Aber auch vom Johannes, den wir am Anfang gehört haben, das ist noch länger. Und wichtig ist, dass das nicht verschlaft und einschlaft, sondern dass das auch immer aktuell bleibt. Die Üsung, die Botschaft von Jesus und dass wir uns einfach umsetzen müssen. Für Jesus wird die Üsung. Dafür liegt gerade der Stab, den man dann hier, das Nachschlag hat, was da drin steht. Danke dir. Schlage mal auf. Und zwar ist das Ziel damals so, zum Zeitpunkt nicht mehr, weil die hat so große Hungersnot gegeben. Dort hat heute nur mal gewusst, was man essen kann. Es ist nicht darum gegangen, um Süßigkeit oder etwas, sondern ums Brot. Nicht einmal Korn ist mehr. Das ist alles ausgegangen. Und dann ist glücklicherweise ein Schiff groß. Und das Schiff hat so viel Korn und Papier, dass man gewusst hat, das könnte gut lange für die Bevölkerung, dass man essen kann. Und dann wurde gefragt, ob man dort ein Korn hier kriegt. Dann hat man gesagt, nein, das geht nicht, das muss alles nach Byzanz, das Konstantinopel, damit wird der Kaiser alles Korn kriegt, das ist genau abzählt. Und dann hat der Nikolaus gesagt, Vertrauen einfach darauf, dass es lange, auch wenn mehr passiert ist. Und dann haben sie sich zum Glück erwartet und haben geholfen, dass die Mutter Hunger kriegen. Und das Korn hat lange, vor 2 Jahren, ohne für die Aussage vom 3. Und sie sind nachher dann angefahren nach dem Sanz, das Konstantinopel, und haben dann, dort hat man es abgehoben. Das Korn hier in der Geschichte. Und das Besondere ist, dass sie vertraut hier haben und gehofft haben, bitte hoffentlich ist sie auch nicht zu wenig, dass wir nicht schicken. Und dann ist es aber genau gleich wie sie vorher, bevor sie hier kommen. Also darum auch die Bitte an uns, die können viel vertrauen und Gott hier zu uns. Ja, denn so sitzen wir. Ich sage, es gibt so viele Kirchen, so viele Erwachsene. Und es ist einfach schön, dass wir kommen am Sonntag in Mess, dass man sich trifft in der Mess. Und dass ihr auch da nur mithelfen, hat der Nikolaus gesagt, das sieht er schon, dass da ganz viele fleißige Kinder sind. Und darum ganz viel mithelfen. Oder dass ein ganz fleißiger Pfarrer ist, wo also gute Predigt daher. Wirklich etwas mit den Kindern, und da seht ihr nicht nur aus einfach Danke. Und auch von Fahnen, die wir wollen, hier da einfach als gut betrieben werden, wie man da ist, wenn man es braucht. Ja, in diesem Fall ein großes Lob an alle, wo Eltern, wo immer gut aufpassen können, wo gerade wenn es Kinder sind, nachgeschaut und da sind, jederzeit. Dann wird eine Frage, hätten ihr vielleicht gehört, dass er gewusst hat? Ja, das sind ein paar Kinder da, die hätten dann unter Haus und dann kann ich dich wissen.
Glöcklein klingt von Haus zu Haus. Heute kommt der Nikolaus. Er stapft durch Schnee, er stapft durch Wind. Er kommt zu jedem Kind geschwind. Oh, wie ist der Sack so schwer? Alle Kinder freuen sich sehr. Äpfel, Nüsse, Süßigkeiten bringt der Nikolaus uns heute. Und vor Freude rufen wir, Nikolaus, wir danken dir.